die sich von ihr im Wahlkampf unterstützten lassen. Einer der Höhepunkte war eine Rede von Yolanda King, der kleinen Enkeltochter des vor fast genau 50 Jahren ermordeten Bürgerrechtlers Martin Luther King. "Ich habe einen Traum, dass genug genug ist", sagte die Neunjährige in Anlehnung an die historische Rede ihres Großvaters im Jahr 1963. Dies sollte eine waffenfreie Welt sein. Punkt. Große Kundgebungen fanden unter anderem auch in Parkland, Chicago, Boston, Philadelphia, Miami, Minneapolis, Houston, Los Angeles sowie in New York, der Heimatstadt von US-Präsident Donald Trump, statt. Dort war auch Ex-Beatle Paul McCartney unter den Protestlern. Vor dem Trump Tower hielten Demonstranten selbst gemalte Schilder mit Parolen wie "Wenn unsere Führer sich wie Kinder verhalten, müssen Kinder führen" oder "Ich wähle 2020 hoch". Weltweit gab es Solidaritätsaktionen, darunter in Sydney, Tel Aviv und London. Auch in Deutschland fanden vereinzelt kleinere Demonstrationen statt, so in Berlin, München, Hamburg und Bonn. US-Präsident Donald Trump hielt sich derweil auf seinem privaten Anwesen Mar-a-Lago in Florida auf. Das Weiße Haus veröffentlichte eine Erklärung, in der es hieß: "Wir applaudieren den vielen mutigen jungen Amerikanern, die mittlerweile zu einer Bewegung mit landesweiten Protesten geworden ist." Mehrere der Schüler kündigten vor der Menschenmenge in Washington an: "Nicht mehr locker zulassen, wir werden das zu einem Thema bei Wahlen auf allen Ebenen machen", sagte David Hogg unter dem Jubel der Menge. "Wir sagen, es ist genug, wir werden die Welt ändern", sein Schulkamerad Cameron Kasky versprach, dass der Protest erst der Anfang sei und die Zukunft besser werde. "Wenn ihr glaubt, dass heute gut ist, dann wartet erst mal morgen ab." Schülerin Emma Gonzales, die zu einem der Gesichter des Protestes geworden ist, forderte: "Geht wählen." Bei der Washingtoner Demo traten auch Stars wie Miley Cyrus, teilte Justizminister Jeff Sessions am Freitag mit. Durch die neue Kategorisierung würden die Vorrichtungen, die eine halbautomatische Waffe zu einer Maschinenpistole mit Dauerfeuer umfunktionierten, de facto verboten. Einen solchen Aufsatz benutzte im Oktober 2017 der Todesschütze Steffen Pedek bei seinem Anschlag auf Konzertbesucher in Las Vegas. Er tötete 58 Menschen. 700 weitere wurden verletzt. Quelle: ntv.de.